Liliana Müller-Gallierda, die ER1-CD. Ja. Frau Liliana Müller-Gallierda, ist es Ihr Wille, mit dem hier anwesenden Herrn Robert Bruno Trahl die ER1-CD? Es soll der schönste Tag im Leben sein, die eigene Hochzeit. Viele Paare wissen lange vorher genau, wie er ablaufen soll. An einen Mittwoch im Dezember denken da nicht viele. Dennoch, heute ist es ungewöhnlich voll im Leipziger Standesamt. Der Grund? Ein ganz besonderes Datum. Ja, einfach nur dreimal die 12. Ne? Ja. Klingt gut. Wegen 12.12.12. Klingt gut, ja. Ja, also sonst keine tiefgründigere Gründe dazu. Einfach nur, ja, klingt gut, merkt man sich schön. Vergessen kann man den Hochzeitstag bei diesem Datum also nicht. Erst vor 1,5 Jahren hat sich das Paar kennengelernt und bewiesen, dass sich die Liebe ihren eigenen Weg sucht. Durch einen Aufenthalt von meiner Freundin, meine Freundin ist russisch, einen Aufenthalt in Leipzig und dann verstärkt durchs Internet. Also Internet sei Dank, das macht's möglich. Ja. Mit der Hochzeit wagt die Braut gleich zwei große Schritte. Das gemeinsame Eheleben und den Umzug aus der russischen Heimat nach Leipzig. Ja, weil wir zusammen einfach das Leben zusammen verbringen wollen. Und meine Freundin hat sich entschieden, auch ihre Heimat, sprich Russland, zu verlassen, hierher zu kommen. Damit gesteht sie natürlich am meisten mir ihre Liebe. Und ja, wir haben uns für die wunderschöne Stadt Leipzig entschieden, A, weil ich hier wohne. Sie fühlt sich hier wohl. Und deshalb haben wir gesagt, gehen wir den Bund der Ehe ein. Und nach 20 Minuten ist die Trauung geschafft. Der Bund der Ehe ist besiegelt. Die größte Aufregung ist erstmal vorüber, der Tag aber ist noch lang. Viel Zeit also zum Feiern mit Familie und Freunden.